noch 2 Minuten bis zum Start. So, meine Damen und Herren, das letzte Rennen steht an. Nur noch wenige Augenblicke, dann wird sich zumindest für heute der Startwagen zum letzten Mal in Bewegung setzen. Und dann heißt es noch ein paar Mal schlafen und dann haben wir den schönen großen Familienrenntag hier in Hooksiel. Kreuzen Sie sich schon mal diesen Termin an in Ihrem Kalender. Das ist der Sonntag, der 11. August. So, der Startwagen bringt sich schon mal in Position. Dieses Rennen geht über 1700 Meter. Der Start wird auf der Überseite erfolgen. Das Feld hat dann 1,5 Runden hier zu absolvieren. Und dann wissen wir, wer letzter Sieger hier ist auf der Jade-Rennbahn am heutigen schönen Mittwochabend. So, 1 Minute ist es jetzt noch bis zum Start. 1 Minute. An den Hauptstarter, der Start ist frei. So, das war der Start zum letzten Rennen am heutigen Abend mit Ramazzotti, Diamant an der Innenkante, Calvados, Chess. Die beiden beginnen hier wie die Feuerwehr und die stürmen hier bereits in den ersten Bogen hinein mit der Führung hier bei Calvados, Chess. Die Startnummer 1 an der Spitze. Und es geht erstmals in den Bogen hinein. Außen rückt dann schon Gentleman Ass zügig vor. Der hat bereits die zweite Position übernommen und legt sich hier an die Seite von Calvados, Chess. Gut in der Partie ist auch momentan Whipspeed, die Startnummer 5. Es geht hier vor Publikum. Noch zweimal geht es heute hier am Publikum vorbei unter der Führung von Calvados, Chess. An der Außenseite ist es Gentleman Ass. Das sind die ersten beiden Kandidaten hinter Gentleman Ass. Da geht dann Whipspeed, der hat eine gute Ausgangsposition. Und dahinter
bemüht sich dann auch Ramazzottel Diamant und vier Pferde haben sich vorne abgesetzt. Eine Runde noch zurückzulegen mit Gentleman Ass, Calvados Chess an der Außenseite. Whipspeed, das sind die ersten drei Kandidaten in Lauerstellung. Dahinter dann auch Ramazzotti Diamant. Der Rest folgt schon ein wenig zurück, angeführt hier von Ready to Rumble. Eine knappe Runde ist es noch hier bis zur Linie. Unter der Führung von Gentleman Ass geht es in die letzte Überseite hinein. Gentleman Ass an der Innenkante, Calvados Chess, außen daneben Whipspeed, das sind die ersten drei. Dahinter dann Ramazzotti Diamant. Die Pferdemitte der letzten Überseite. Gentleman Ass bestimmt hier unverändert die Fahrt. Gentleman Ass außen, Whipspeed. Dahinter dann Calvados Chess, Ramazzotti Diamant. Und dann kommt auch Ready to Rumble noch einmal an die vorderen vier Pferde heran. 500 Meter bis zur Linie. Gentleman Ass ist vorne. An der Innenkante Calvados Chess, begleitet an der Außenseite von Whipspeed. Dahinter Ramazzotti Diamant und Ready to Rumble. Pferde sind im Schlussbogen. Es geht auf die letzten 350 Meter zu. Vorne Gentleman Ass, der versucht sich abzusetzen. Dahinter Whipspeed, gemeinsam mit Calvados Chess, kurzer Rumpler von Ramazzotti Diamant, Fehler auch von Whipspeed. So sind die Pferde jetzt im Einlauf unter der Führung hier von Gentleman Ass. Und das wird ein überlegener Sieg hier für Gentleman Ass. Dahinter wird um die weiteren Plätze gekämpft. Calvados Chess, Whipspeed an der Außenseite, Ramazzotti Diamant. Aber vorne ist Gentleman Ass vorne. Gentleman Ass gewinnt hier. Dahinter Calvados Chess auf dem zweiten Platz. Knapp weiß dahinter auch nochmal auf dem dritten Platz zwischen Ramazzotti Diamant und Whipspeed. Vorläufig 6-1-3.